unsere Eltern haben uns halt erzählt, dass hier früher die Mauer war. Aber dass hier halt noch sowas steht, das hätte ich nicht gedacht. Vor allem sowas Großes, das muss ja irgendwie 80 Meter lang, muss das ja ungefähr sein und schon nicht schlecht. We hebben het hier over ingewikkelde muurgeschiedenis, want in 1961 was dit nog Oost-Berlijn. Maar in DDR-tijden nog werd het stukje grond geruild met het Westen en werd dit dus Westers grondgebied. Voor de Oost-Berlijners verboden terrein en de West-Berlijners keken er niet meer naar om. Het stukje muur eromheen raakte in de vergetelheid. Had er hier teilweise van alten huizen. Die im Krieg zerbombt waren, weil hier der Güterbahnhof war, hat man die Reste der Häuser, die hat man in die Mauer mit einbezogen. Er ist nicht viel overgebleven von der ersten Bauphase von der Berlijnse Muur. Und das macht diese Vondst auch so besonders. Dit Stück Muur wird in 1999 al ontdekt, aber der Vinder hielt es stil aus Angst vor Souvenirjagers. Is dan toch de tijd gekomen om de ontdekking publiek te maken. De muur begint namelijk af te brokkelen. Genau, wir haben hier früher gespielt, haben hier ein paar Clubhäuser und so gehabt und wie gesagt, hier auch immer an der Mauer. Nur wir wussten halt einfach nicht, dass das hier ein Stück der alten Berliner Mauer von 1961 ist, genau. Und ja, es ist schon sehr überraschend jetzt davon zu erfahren. Es ist ja zu schnell, zu viel gleich abgerissen worden. Ja, irgendwie der Enthusiasmus und irgendwie alle wollten alle weg, wollten das nicht mehr sehen. Aber jetzt ist es ja doch, von Berlin ist es doch historisches, irgendwie was Touristen und so weiter sehen wollen.